Hallo, meine lieben Zuseher. Ich begrüße euch. Mein Name ist Astrid Schömer und ich lege heute das Wochenorakel. Und zwar für ab morgen, dem 8. bis Sonntag, den 14.11.2021. Und ich dachte mir, ich lege, schauen wir mal, so ganz genau weiß ich das ja nie, wenn ich anfange. Auf jeden Fall, da haben wir sie schon. Wisst ihr was? Das ist der Montag. Das ist der Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und jetzt muss ich das ein bisschen schieben. Der Sonntag. Also ich mache nicht für jeden Tag eine Neunerlegung, das würde den Rahmen sprengen. Aber wir schauen einfach mal, so genau weiß ich das ja immer noch nicht. Auch hier mische ich, bis die erste Karte rausfällt, aber das sind jetzt einfach definitiv zu viele. Wobei, ich lege sie mal so hin. So, und dann seht ihr, die beiden, die möchten auch unbedingt rauskommen. Es sind nicht nur zwei. So, jetzt habe ich es. Und es gibt die Kipperkarte. Und dann schauen wir mal, was ich noch dazu lege. Das ist eine Karte, die den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, den Donnerstag und den Freitag berührt. Deswegen lasse ich die einfach mal so liegen. So, jetzt stelle ich euch ganz kurz die Karten vor. Ich habe die Lenormand-Karten, das ist von Kathleen Bergmann, die Epic Light Lenormand. Einmal die 36 Ursprungskarten und die 36 Zusatzkarten. Dann habe ich von Salich die Kipper-Wahrsager-Karten aus dem Windpferd-Verlag. Und zum Schluss das Tarot der neuen Zeit von Linda Giese aus dem Makascha-Verlag. Was ich sonst noch ziehe, das weiß ich noch nicht, deswegen lasse ich es jetzt erstmal dabei. Wir beginnen mit dem, mit den Energien für die nächste Woche. Und zwar schaue ich dazu unter die Karten, der Kartenstapel, und da haben wir hier zunächst den Schlüssel. Mir kommt ganz klar rein, das wird eine Schlüsselwoche werden. Wir schauen mal weiter. Die 7 der Münzen, das ist die Wartekarte. Das heißt, das ist vorbei. Es wird nicht mehr gewartet. Und wir haben seine Gedanken. Könnt ihr das sehen? Das hier ist eine allgemeine Legung, das kann auch Ihre Gedanken bedeuten. Hier geht es nicht um das Geschlecht. Es geht immer nur um die Person. Also, hier kann ich sagen, in dieser Woche, das ist eine Schlüsselwoche. Die Zeit ist jetzt einfach gekommen, das Warten ist vorbei. Und seine Gedanken, will ich mal sagen, alles beginnt ja mit einem Gedanken. Wirklich alles, selbst die größten Erfindungen und Ideen haben mit einem Gedanken begonnen. Und hier beginnen Dinge nächste Woche. Wir schauen in den Montag rein. Da haben wir, das ist die männliche Hauptperson in der Energie der Dame, in der Energie der Weiblichen. Das ist sehr verwirrend. Wir gehen einfach von der männlichen Hauptperson aus. Hier haben wir das Geld und wir haben die Sonne. Dann haben wir in den Tarotkarten die 8 Schwerter. Wir haben die 6 Schwerter. Die Schwerter stehen für die Gedanken. Wir haben in den Kipperkarten einen Todesfall und das ist keine schlechte Karte, das möchte ich vorweg schicken. Und wir haben das reiche Mädchen. Was mir zuallererst reinkommt, und ich deute sehr intuitiv, ist,
dass die männliche Energie, hier geht es nicht um den Mann an sich, sondern um die männliche Energie, und das ist die Tatkraft. Die weibliche ist die passive, die männliche Energie ist die aktive Kraft. Hier geht es tatsächlich tatkräftig darum, Geld zu verdienen, und zwar erfolgreich Geld zu verdienen. Und du wirst Gedanken haben, schaut es euch an, dass hier liegt, der Todesfall liegt unter diesen 8 der Schwertern. Und die 8 der Schwerter, das könnt ihr sehen, die Frau, die hat die Augen verbunden und sie ist gefesselt. Und sie steht in einem Gefängnis von Schwertern, aber sie ist nicht, es ist nicht geschlossen. Das heißt, sie ist in ihren eigenen Gedanken gefangen. Und das wird jetzt beerdigt. Das stirbt jetzt, ihr Lieben. Hier kommen jetzt Ideen, und auch hier, da bin ich wieder auf seine Gedanken, Ideen, die umgesetzt werden, zum Geld verdienen, und das erfolgreich. Und die 6 der Schwerter heißt, das Schlimmste liegt hinter dir. Du gehst jetzt in das seichte Gewissen. Es passiert jetzt, dass du in die Energie des reichen Mädchens kommst oder der reichen Person. Der reichen jungen Person, und das Junge steht hier für die junge Energie, für wirklich für etwas, für einen jungen Gedanken. Und das ist der Montag. Ich will das einfach mal so stehen lassen. Ich will mal direkt weitergehen in den Dienstag. Ich glaube, ich kann das nicht alles liegen lassen, das führt dann doch zu weit, aber ich will mal schauen, wie weit ich komme. Hier haben wir die Lilien, wir haben den Tee und wir haben den Frühling, der Magier. Dem Magier steht alles zur Verfügung. Die Stäbe, das ist die Tatkraft. Die Münzen, das ist das Materielle oder die Fülle. Die Kelche ist die Emotion. Und was habe ich vergessen? Die Schwerter sind die Gedanken. Hier, na, ich will erstmal weiter schauen. Die 5 Münzen ist die Mangelkarte. Dann haben wir die Erwartung. Und wir haben viel Geld gewinnen. Und auch hier bin ich wieder dabei, dass diese Mangelkarte, das hört jetzt auf, dieses viel Geld gewinnen. Das heißt nicht, dass du jetzt im Lotto gewinnst. Aber es heißt einfach, dass du dir nicht mehr Gedanken machen musst, wie kriege ich den Kühlschrank voll. Das heißt, dass du mit dem, was dir zur Verfügung steht, und zwar dir steht alles zur Verfügung, wie gesagt, was ich eben aufgezählt habe, und das kannst du auch erwarten. Das kannst du von dir erwarten, dass du das, was du hast, dass du damit arbeitest. Und das wirst du jetzt tun. Und du wirst einen Anstoß haben, die Lilien, das ist die Familienkarte, das ist die Harmoniekarte. Und wenn du hier aus deinem Gefängnis raus bist, aus deinem gedanklichen Gefängnis, wenn du in deine männliche Energie kommst, in jeder Person, egal ob weiblich oder männlich, steckt die männliche Seite und die weibliche Seite. Und darum geht es. Und hier kommt jetzt endlich, du kriegst deinen Hintern hoch. Und genau darum geht es. Du kriegst deinen Hintern hoch und du hast Ideen. Die hast du schon, die hast du länger. Und die kannst du jetzt umsetzen. Weil du das, was du hast, das wirst du jetzt nehmen und damit arbeiten. Und dann wird es noch etwas dauern, bis zum Frühling habe ich hier. Aber dann kommst du aus diesem Mangel raus. Dann wird das, was du jetzt hier in die Wege leitest, mit deinen Ideen, das wird Früchte tragen, und zwar mächtig Früchte tragen. Und das kommt mir ganz deutlich hier rein. Also die 20er Jahre stehen ja sowieso für den Umbruch und sie stehen für das Neue. Und tatsächlich passiert hier auch etwas Neues und das spüre ich und das macht mich ganz aufgeregt. Und die nächste Woche ist die Schlüsselwoche, wenn du das vielleicht jetzt auch noch gar nicht so spürst, aber tatsächlich ist das so. Du wirst es wirklich merken, dass das, was du jetzt hier initiierst, dass das im Frühling wirklich Früchte trägt. Und schreib es dir auf, damit du es nicht vergisst, damit du wirklich sehen kannst, wann der Beginn war. Wisst ihr, ich habe vor vielen Jahren
bin ich aus meiner Heimatstadt weggegangen, weil ich gesagt habe, mir ist das alles zu eng, zu klein. Und da bin ich damals zur Post gegangen und da gab es noch tatsächlich Telefonbücher. Und ich habe ein Telefonbuch aufgeschlagen und dann ist es auseinandergefallen. Und das an der ersten Stelle, da habe ich mich beworben. Und dann habe ich 10 Adressen rausgesucht und hätte 7 Stellen haben können. Und das war vor vielen Jahren. Und das war mein Schlüsselmoment, wobei das natürlich, wie soll ich sagen, ohne diesen Moment hätte es die Zukunft nicht gegeben. Und das meine ich mit dieser Idee, die gewachsen ist, dass ich eben zu der Post gegangen bin und habe einfach in die Bücher geguckt. Und das wirklich nur, weil ich zufällig sowieso an der Post vorbeigekommen bin. Und genau das ist jetzt wieder so ein Schlüsselmoment. Und du wirst es sehen. Schreib es dir auf. Wir schauen in den Mittwoch. Wir haben den Anker, den Turm und wir haben das Herz. Anker und Turm steht für die Selbstständigkeit. Der Turm steht für die Selbstständigkeit und der Anker steht für das Arbeiten. Und hier wirst du deine Leidenschaft zum Beruf machen können. Und das ist ganz deutlich zu spüren. Wir haben den Mond, der für die Sehnsucht steht und die Mäßigkeit, die auch wie die 7 Münzen, die Mäßigkeit ist die Geduldskarte. Und die Geduld ist jetzt zu Ende. Der angenehme Brief und wir haben das Gericht. Und das Gericht sagt ja immer aus, dass etwas von oben kommt. Hier wird von oben in dieser Woche dieser Schlüsselmoment geschickt. Deine Geduld hat sich ausgezahlt. Deine Sehnsucht wird jetzt erfüllt werden. Du wirst arbeitsmäßig das machen können, was immer das ist. Wenn du an der Hotelbar stehen möchtest und du Leidenschaft dafür empfindest, und genau das wirst du jetzt machen können. Das wirst du jetzt initiieren. Das wirst du jetzt entweder als Idee auffangen oder eben tatsächlich schon Bewerbung schicken oder vielleicht ein Vorstellungsgespräch haben. Das wird in dieser Woche stattfinden. Und ihr wisst, normalerweise bin ich mit Zeiten und Spiritualität ist immer sehr, sehr schwierig. Aber in diesem Falle ist es tatsächlich so. Es kann natürlich ein paar Tage vorher, ein paar Tage nachher sein. Das möchte ich jetzt nicht ausschließen. Aber es ist diese Zeit. Und darum geht es. Diese Zeit sagt, dass das Warten sich gelohnt hat, dass die Geduld sich gelohnt hat und dass jetzt hier von oben eine angenehme Nachricht, es kann in Form eines Briefes sein, kann aber auch in Form einfach einer Idee sein, eines Gedankenblitzes sein. Du wirst auf jeden Fall in dieser Woche rausfinden, was du arbeitsmäßig gerne machen möchtest. Und genau darum geht es. Jetzt schauen wir in den Montag, Dienstag, Mittwoch und den Donnerstag. Da haben wir. Wir haben die Wege. Hier kommen Entscheidungen, werden getroffen. Wir haben den Berg. Und ich möchte direkt mal nachgucken, das ist die Leuchtkugel, die Glaskugel, die Spiritualität, steht für die Spiritualität. Hier werden Entscheidungen getroffen. Entscheidungen, endlich Blockaden hinter sich zu lassen. Und mir kommt ganz deutlich rein, dass du genau weißt, wovon ich spreche. Und dass du sagst, ja, Astrid, ich weiß, was du meinst, aber ich traue mich nicht. Und guck mal, das Herz liegt ganz nah bei den Entscheidungen. Hier wird jetzt dein Herz entscheiden, ob du das möchtest oder nicht. Du hast es so lange aufgezogen. Ast der Schwerte. Und wir haben die 5 Kelche. Die Asse sind immer die Chancenkarten. Und das Schwert, ihr wisst es, sind die Gedankenkarten. Die 5 Kelche sagt, schau nicht auf das, was nicht mehr ist. Konzentriere dich nicht darauf, was du nicht in deinem Leben hast, weil dann gehört es auch nicht zu dir. Wie soll ich sagen? Mir kommt so rein, dass du immer wieder dem nachtrauerst. Genau. Du trauerst dem nach, was mal war. Aber lass das. Lass auch die Vergleiche. Du vergleichst auch. Du vergleichst deinen neuen Partner mit dem von früher, den du ja eigentlich viel lieber hattest und den du
keine Ahnung, der deine große Liebe war. Lass das. Das Vergleichen bringt nur schlechte und negative Energie. Nimm es an, wie es jetzt ist. Das, was damals war, das war damals. Und das war auch gut zu dem Zeitpunkt, aber es ist vorbei. Und es hat einen Grund, warum es vorbei ist. Und das musst du jetzt auch gar nicht mehr wissen, was das für ein Grund war. Dreh dich rum. Schau in das, was du noch hast. Mach dir mal wirklich eine Liste, was in deinem Leben gut ist. Egal, ob es das ist, dass du ein Kind hast, das dich liebt. Oder dass du mit deinen Nachbarn gut klarkommst. Oder vielleicht hast du eine Arbeitsstelle, die du einfach leidenschaftlich gern machst. Vielleicht hast du aber auch einfach nur das Augenlicht, dieses Orakel hier sehen zu können. Und auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, dass du das Orakel sehen kannst, frag mal jemand, der es nicht sehen kann, ob das wirklich eine Kleinigkeit ist. Und dann machst du eine Liste und mach das diese Woche hier jeden Tag. Setz dich abends hin und dann schreibst du mal auf, wofür du dankbar sein kannst, dass es in deinem Leben ist. Und dann konzentriere dich darauf und nicht auf das, was du nicht mehr hast. Und dann kommen die Ideen ganz automatisch. Jetzt möchte ich mal noch gucken, was in den Kipperkarten war. Da ist das Wohnzimmer und wir haben die Arbeit und schon wieder die Arbeit. Die Arbeit war ja hier auch mit dem Anker. Hier geht es darum, dass das, was ich gerade gesagt habe, das ist für dich Arbeit. Weil im Grunde widerstrebt es dir. Du willst das im Grunde gar nicht machen. Und du müsstest in dein tiefes Inneren gehen. Das Wohnzimmer ist ja noch tiefer in deinem Haus als das Haus an sich. Geh in dich. Geh wirklich ganz tief in dich. Und dann machst du dir die Arbeit, diese Liste zu schreiben. Und du wirst sehen, die Blockaden, die lösen sich auf. Die Blockaden werden dann kleiner. Und es ist so, dass sie wirklich so klein sind, dass du überschauen kannst, gehe ich um diesen Berg herum oder gehe ich einmal rauf und runter. Und deine Blockaden werden sich, sie werden sich nicht ganz auflösen, aber sie verändern sich. Und genau darum geht es, das habe ich die ganze Zeit gesucht. Sie verändern sich und dann kannst du eine Entscheidung treffen, die deine Herzens, der deine Leidenschaft erweckt. Das ist ein tolles Orakel, ihr Lieben. Das sind ganz wunderbare Energien, die hier entstehen. Ach so, was ich natürlich noch sagen kann zu der Spiritualität, das ist zwei Dinge. Zum einen, du, die das hier sieht, du weißt es ganz genau. Das ist das, was ich eben gesagt habe, Astrid. Du weißt, wovon du sprichst. Weil du hochspirituell bist, weil du es schon weißt, weil es für dich ganz klar ist. Du musst hier nicht echt überlegen, wovon spreche ich. Wenn das so ist, dann ist das hier nicht dein Orakel und das ist auch in Ordnung. Aber wenn du genau weißt, wovon ich spreche, von welcher Leidenschaft, von welchem Schlüsselmoment, dass es jetzt einfach so weit ist, und dass du so viel Geduld schon hattest. Tja, dann ist genau dieses Orakel für dich gedacht. Das hier ist der Freitag, ihr Lieben. Hier haben wir das Hobby. Wir haben die Brücken und wir haben den Vogel. Es ist normalerweise die Vögelkarte. Normalerweise ist es so, dass die Vögel für Aufregung stehen. Und das ist auch ein bisschen so. Aber... Die Eulen und vor allen Dingen die zwei Eulen, die stehen hier für die Seelenpartner. Hier auf dieser Karte ist erst einer und genau vielleicht ist das das. Vielleicht triffst du dich mit deinem anderen Seelenpartner auf dieser Brücke. Und vielleicht führt euch ein Hobby zusammen. Wir schauen mal weiter. Wir haben den Wagen und wir haben die Sonne. Wir hatten die Sonne schon hier am Anfang der Woche und hier an dem Freitag haben wir sie wieder.
dann haben wir einen langen Weg und wir haben die Veränderung. Ja, der lange Weg ist genau das. Ein langer Weg geht zu Ende, weil ihr euch auf dieser Brücke hier trifft. Und schau es dir an, das ist im Herbst und das ist jetzt. Und die Eule ist hier, wenn du davon ausgehst, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Dann ist das Hobby, ist die Vergangenheit. Du bist in der Vergangenheit. Die Gegenwart ist die Brücke. Und in der Zukunft wartet dein Seelenpartner und der wartet auf der anderen Seite der Brücke. Und jetzt triffst du dich mit ihm oder mit ihr. Und genau das passiert hier, der Wagen. Der Wagen, das ist die Karte. Hier kommt etwas in Bewegung, hier kommt was schnell in Bewegung, hier kommt was ganz massiv in Bewegung. Und es geht in die Sonnenenergie, die für Erfolg steht, die für Leidenschaft steht, die für Wärme steht. Die einfach dafür steht, dass es dir gut geht. Und hier ist es wirklich so, dass ein langer Weg zu Ende ist und die Veränderung ist nicht mehr aufzuhalten. Und jetzt schaue ich in die Karte, die hier für den Mittwoch, den Donnerstag und den Freitag steht. Was ist an beiden Tagen, ja, die gute Dame? Und das bist du. Du bist hier an diesen beiden Tagen, egal ob Mann oder Frau. Du spürst dich, du bist die gute Dame. Ihr wisst, das Wort Gute ist natürlich nicht, dass du jetzt spenden sollst oder jemandem helfen sollst. Nein, du fühlst dich auch als solches. Du bist mit dir im Reinen. Und genau darum geht es. Du bist eben, dass du sagst, ja, ich habe vielleicht Fehler gemacht, aber ich komme damit klar. Ich habe mich vielleicht entschuldigt bei dem einen oder anderen, wo es nötig war. Und für den Rest ist das in Ordnung. Und ich lebe jetzt damit und mein Leben ist gut. Und genau in diese Energie kommst du an dem Donnerstag, Freitag. Und dann stehst du auf einmal auf dieser Brücke und mir wird es auch wirklich, ich kriege jetzt Gänsehaut, diese gute Dame steht hier in der Mitte der Brücke und es kommt von der anderen Seite wirklich der Seelenbach. Und dann geht ihr beide in die Veränderung und schaut es dir an. Die Sonne ist über der Veränderung und darüber ist der Seelenpartner. Wundervoll, wirklich, wirklich wundervoll. Der Samstag, wir schauen rein. Das Labyrinth. Ja, hier haben wir den Salon oder wieder das Wohnzimmer, was wir ja schon hatten. Und wir haben den Herrn. Wir haben den König der Münzen und die Königin der Münzen. Und das ist ein Paar. Egal ob Münzen oder Schwerter oder Kelche, hier geht es um das Pärchen, um ein Paar. Das können auch zwei Männer sein oder zwei Frauen, darum geht es nicht. Die traurige Nachricht. Und wir haben die weibliche Hauptperson. Wir haben hier schon die gute Dame. Hier haben wir die weibliche Hauptperson. Und diese, also, mir kommt ganz klar rein, dass hier eine Person von diesen Pärchen im Labyrinth steckte. Und zwar wirklich feststeckte, wusste nicht mehr rauszukommen. Und im Innersten kam Hilfe. Und hat geholfen, aus diesem Labyrinth rauszukommen. Und diese traurige Nachricht, das bedeutet, dass dieses Labyrinth immer noch nicht weg ist. Also ich will mal sagen, du steckst immer noch zum Teil in dem Labyrinth. Aber du weißt jetzt, wie du da rauskommst. Du hast diese Idee, diesen Schlüsselmoment und du weißt, wie du da rauskommst. Und du sprichst einfach dieses Gegenüber an. Und du sagst ihm, hör mal, mir geht's nicht gut. Und vielleicht möchtest du dich mal ausquatschen. Und genau dann ist der andere da und hört dir zu. Und dann entsteht hier etwas. Und das geht tief und es geht auch wirklich, ich will mal sagen, König und Königin sind ein ganz massives Paar, hört sich jetzt total doof an, aber
Hier geht es darum, dass ihr souverän, beide souverän auftreten könnt und beide mit den Dingen auch souverän umgehen könnt. Und das hilft dir. Das hilft dir, aus diesem Labyrinth rauszukommen. Dir oder deinem Gegenüber. Aber es geht wirklich um Dinge, die tiefgehend sind. Und wir haben hier den Herrn und hier haben wir die Dame. Seht ihr, also wir haben hier ganz viele Pärchen, gerade in dieser Legung. König und Königin. Hier kommt etwas zusammen, was zusammengehört. Vielleicht noch nicht romantischer Natur, das kann sein, das muss auch nicht sein. Vielleicht, die Münzkarten sind ja das Materielle, sind ja der Verdienst auch. Vielleicht habt ihr zusammen diese Idee, die dich in deine Herzensenergie bringt, damit du das jetzt machen kannst, was du möchtest. Wir schauen auf den Sonntag und hier haben wir das Haus. Und ich sehe in diesem Haus ganz deutlich, hier sind Tor und Türen und Fenster offen. Du öffnest dich, dein Gegenüber öffnet sich. Und hier haben wir nochmal das Portal. Wie ich sagte, das Tor ist offen. Und das ist das Eingangstor hier. Und oh, ihr habt gesehen, wie ich die Karten gelegt habe. Und diejenigen, die meine Karten Legungen kennen, die wissen, dass das Buch, ich habe es schon öfter gesagt, ganz lange geschlossen war und hier ist es offen. Und soll ich euch was zeigen? Guck mal an, der Schlüssel hat die Nummer 33 und der Priester hat die Nummer 66. Und dieses offene Buch und das offene Portal, ach, das ist Wahnsinn, ich gucke es mal. Es ist echt der Hammer. Hier haben wir die neuen Schwerter und wir haben die Königin der Stäbe. Zum Schluss haben wir die Kipperkarten, das ist die falsche Person. Und wir haben die Militärperson und schon wieder zwei Personenkarten. Und die Königin des die Königin der Stäbe. Also mir kommt es ganz klar rein. Wie du hier siehst, diese neun Schwerter, die gehen in Richtung Königin der Stäbe. Und das können sie auch, weil die Königin der Stäbe weiß, wie sie mit diesen Gedanken umgehen soll. Und das kommt mir ganz deutlich so rein. Und die falsche Person ist nicht die falsche Person in sich, sondern es ist die falsche Person, die diese Gedanken hat. Es ist wirklich, dass diese neun Schwerter, das ist die absolut schwere, das ist die Sorgenkarte. Du gehst mit den Sorgen schlafen und du wachst mit den Sorgen auf. Und hier geht es darum, dass die Sorgen, diese neun Schwerter, in Richtung Königin gehen und die Königin fängt sie auf. Und die Stabkarten sind die Macherkarten, sind die Tuns. Das sind die Karten, dass sie weiß, was sie damit machen soll. Und sie fängt diese neun Schwerter auf. Und sie stellt sie in eine Ecke, weil sie weiß, dass sie da gut aufgehoben sind. Und diese falsche Person, die falsche Person, die hier auf diesem Bett sitzt, die fühlt sich dann nicht mehr in der Energie der Sorgen, sondern sie wird die Person, die sagt, ja, ich habe die Sorgen. Aber ich habe sie jemandem gegeben, der sich darum kümmert. Und dann wird aus dieser falschen Person wird die Person. Und die Königin der Stäbe oder der König der Stäbe, das bist du. Du weißt, damit umzugehen. Du weißt, damit was zu tun ist. Und die Militärperson, die steht für Ordnung. Die bringt Ordnung in dieses Chaos. Und das ist, weil... Ich sage es nochmal, ich habe das Haus gelegt und ich habe ganz deutlich gesehen, Tor und Tür und Fenster sind weit offen. Und dann kommt das Portal. Und dann kommt der Priester mit dem Buch. Boah, das ist eine tolle Legung. Also ich muss wirklich sagen, das ist... das wird eine wirklich, wirklich... tolle Woche, ihr Lieben. Und ich sage es nochmal, es wird eine Schlüsselwoche. Und du wirst an dem Sonntag, wirst du sehen,
Vielleicht merkst du es gar nicht, aber du wirst an dem Sonntag merken, ach, jetzt bin ich durch das Portal gegangen. Und der Priester, der sagt ganz deutlich, die Zeit ist jetzt gekommen, das Buch ist offen. Das Buch ist offen. Boah, das sind tolle Energien, das sind Energien, die sprudeln vor Leben, sie sprudeln vor Leichtigkeit, sie sprudeln aber auch vor Arbeit. Es wird nicht leicht sein, es wird ein Stück Arbeit vor dir liegen, aber tatsächlich machst du es mit Herz und du weißt es. Du weißt es einfach. Macht's gut, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine wirklich tolle Woche. Wir sehen uns. Bis denn. Ciao.